Guten Morgen, mein Schätzchen. Hast du fein geheiert, ja? Hast du fein geheiert? So, guten Morgen. Oh, süße Maus. Oh, guten Morgen. Hast du fein geheiert? Oh, ja, ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Samstag. Heute haben wir mal ein bisschen länger geschlafen. Es ist jetzt kurz nach 10 oder sogar, oh nein, es ist schon gleich 11 Uhr. Gestern haben wir so viel gemacht und deswegen haben wir heute mal länger geschlafen, mein Schätzchen. Ja. Ich drehe das Ganze mal. Jo, jetzt stehen wir jetzt auf. Stehen wir jetzt auf. Mal ein bisschen knutschen. Oh Gott, meine heiße Schlafhose. Oh, wie peinlich. Ich kann mich nicht zeigen. Ich sehe einfach. Nehmen wir auf. Okay, dann werden wir heute mal in den Tag starten. Mit Kamera. Und ja, ihr wolltet ja mal schauen, was wir so den ganzen Tag treiben. Und das werden wir dann mal machen. Mal gucken, wie es funktioniert. Nur mein Schätzchen. Wir haben eine neue Flugkamera. Die werden wir heute mal austesten. Und ja, das Bild ist manchmal ein bisschen verzerrt. Vor allem, wenn man nah rangeht. Das ist nämlich eine Flugkamera mit schönem Weitwinkel. Aber da kann man schöne Sachen. Ja, mein Schätzchen. Kann man schöne Sachen mitmachen. Okay, bis zur nächsten. Ja. Und so. Na? So, wir sind jetzt mal aufgestanden und gehen da. Treppenaufmacher überhaupt nicht. Meistens nehme ich ihn hoch. Er wartet auch immer, bis die Mama läuft. Ja, na komm, mein Schatz, wieder schaffst du. Na komm. Das ist so schwierig jetzt. Na komm, los. Komm, lauf hin, los. So, wir gehen jetzt unsere Morgenrunde und danach gibt es Frühstückchen. Genau. Schatzi ist zu schnell, also beim Gassi gehen wird es wohl schwierig. Schatzi ist immer schon 3 Kilometer voraus. Ja, schieb mal eine Welle. Hm? Und mit der Kamera kann ich auch nicht zoomen, deswegen ist das ein bisschen schwierig. Ja, das ist unsere Morgenrunde. Danach wird gefrühstückt. Ja, das Wetter ist ganz schön. Wir haben, wie gesagt, Samstag. Die Vögel singen. Ja, ist jetzt auch nicht so interessant, wie Mowgli jetzt sich ein abstreut und alle paar Sekunden markiert. Ist halt ein Rüde. Schöner Angeber ist das. Hi. Die Laterne oder das Ding hier muss wahrscheinlich auch noch markiert werden. Mal gucken. Oh, es ist echt irgendwie warm, muss ich sagen. Die Mama muss auch erstmal Tee trinken und frühstücken.
Die sind ja noch nicht richtig wach. Aber das Erste muss sein, morgens Zähne putzen, Gesicht waschen und dann geht es auch schon direkt raus mit meinem Schätzchen. Ja, schiebt man eine Welle. So, Mäuschen, wir laufen weiter, komm mal. Weiterlaufen, komm mal. Ja, eigentlich nicht jungfrei, was wir da gerade so gesehen haben. So, los, Schatzi. Mami will frühstücken. Komm mal, wo ist Essen gehen? Ja, langsam. Eins, zwei. Spielen wir unser Spielchen. Eins, zwei, drei. Und drei. So, Mogli weiß Bescheid und springt dann immer schon auf die Couch. Aber die Mama will, glaube ich, erstmal den Mund sauber machen. Das haben wir nämlich vergessen. Ah, mein Schatz ist schon ganz ungeduldig. Mit einer Hand wird es jetzt schwierig. Komm mal her, Schätzchen, Mund sauber machen. Wir machen immer nach dem Gassi die Schnute sauber. Das weiß er auch. Es lässt sich alles wunderbar gefallen. Ne, mein Liebling. Und dann gibt es die Wurst. Ne? Mit einer Hand ist nur ein bisschen schwierig. Wir machen auch immer schön die Äuglein sauber. Ne? Fein machst du das, mein Schätzchen. Guck mal hier ein bisschen noch. Mit einer Hand ist schwierig. Also sieht jetzt sonst ein bisschen anders aus. Ne? Guck mal hier. Guck mal hier, Auge. Auge. Komm her, Auge. Also er weiß auch, was es heißt. Dann sagt die Mami Auge. Und den machen wir das Auge. Mogli sieht bestimmt ein bisschen komisch aus. Mit der Vlog-Kamera ganz verzerrt. So, dann gibt es eine Wurst. Das gibt es jeden Morgen. Mit dem Mund aufmachen, auch nicht gerade so sexy. So, nimm mal raus. Mama hat nur eine Hand frei. Super. So. Ja, die Mama macht sich Tee und Frühstück und ich glaube, wir befrühstücken heute auf dem Balkon. Gell, mein Schätzchen? Weg ist die Wurst schon. So, wir sind auf dem Balkon. Der Boden sieht grausig aus. Ich habe die ganze Scheiße hier und wenn ich sauge, ist es gleich wieder alles voll. Ich muss heute mal ein bisschen was wegmachen. Ja. Teeschen ist fertig. Ich warte jetzt noch auf meine Toasties. Sie sind im Toaster. Ich habe nur so einen kleinen Mini-Balkon. Kann ich euch eben zeigen. Das ist es auch schon. Sieht jetzt natürlich so ein bisschen verzerrt aus. Ja. Flümchen habe ich nicht drauf, weil ich leider keinen grünen Daumen habe. Ne, mein Schätzchen. Aber für mich, mein Gott, ich kann hier frühstücken. Ich habe leider sowieso nur die Ostseite. Das heißt, ja, ich habe eh nur bis Mittag Sonne. Ah. Ja, mein Schätzchen kriegt natürlich auch mal sein Plätzchen auf dem Stuhl. Geile Friese. Ne? Geile Friese. Ja, und da werde ich gleich mal frühstücken. Und dann gucken wir mal. Meistens wird er auch immer morgens dann gleich spielen. Ne? Genau dann, wenn die Mami frühstücken möchte. Mein Schätzchen, ne? So, wir haben gerade Post bekommen. Ich habe eine ganz tolle Ü-Post bekommen von der lieben Nicole. Und ja, für den Mogli war auch was dabei, nämlich dieser schöne Ball und diese tollen Leckerlis. Und ja. Und natürlich bekommt er jetzt einen, das muss man doch glatt filmen, ne, mein Schätzchen. Und der Ball.
Ja. Schatzi spielt jetzt mit dem Ball. Und das müssen wir dann natürlich auch mal kurz locken, ne, mein Schätzchen? Swantje, schau mal. Ja, da steht der Karton für die Ü-Post für die liebe Swantje. Ja, was nun? Willst du ein Leckerli haben, mein Liebling? Und fang! Oh, mein Held! Das kann er gut. Er springt auch total gern, wenn wir draußen sind und Ball spielen. Hüpft er in die Höhe. Vielleicht gehen wir nachher mal raus, ein bisschen Ball spielen. Kannst du das mal zeigen, mein Liebling? Und rein. Ja, ich sag, bei meinem Hund, wenn wir zum Beispiel so spielen oder die Treppen rennen, das sieht man auch im Vlog, dann sage ich 1, 2, 3. Ja, ich sage nicht 1, 2, 3, ich sage 1, 2, 3. Ja, Babysprache à la Bianca. Oh, und los! Oh. Wo ist denn der? Wo ist denn der Ball? Der ist tatsächlich im Karton gelandet, glaube ich. Ja, und er ist da immer komisch. Ja, das kannst du alleine. Guck mal, bitteschön. Super, fein. So, jetzt kriegt der Kleine noch Leckerli und dann machen wir erstmal wieder aus. Und dann werden wir mal gucken, dass wir nachher ein bisschen rausgehen. Allerdings dreht die Mama noch ein paar Videos. Oder eigentlich habe ich noch vor, 2 Videos zu drehen. Aber mal schauen, wie das heute alles klappt, weil meine Schwester wollte sich auch noch melden. Es kann sein, dass ich nachher noch weg muss oder weggehe. Müssen klingt blöd. Und ja, dann wäre das jetzt auch ein bisschen schwierig, mit dem Vlog weiterzumachen heute. Aber wir gucken einfach mal. Ich mache erstmal die Tüte mit den Leckerlis auf. So, guck mal, zeig die Mama. Zeig die Mama da. Ui. Ui. Ja, was ich auch mal toll finde, ich habe hier dieses Leckerli. Das werfe ich jetzt und er geht nicht ran. Und das finde ich toll, das haben wir trainiert, weil wenn mal was runterfällt, was er nicht essen darf. Ach, du willst fangen, ja? Also er geht nicht ran, nur wenn ich sage, dass er darf. Nehm! Ja, so ist es fein, mein Liebling. Müssen wir ja, wenn wir schon mal flocken, hier schon zeigen. Aber du kriegst jetzt auch nicht ganz so viel davon, mein Liebling. Ich mach da auch gerne, mal schauen, ob wir es hinkriegen. Und fang! Na klar, kriegen wir es hin. Geh mal ein bisschen weiter weg, mein Liebling. Weiter weg und fang. Super. Das habe ich angefangen mit ihm zu machen. Das erzähle ich euch gleich. Muss man hier puppeln. Und rein. Ja, er ist so mit seinem Trockenfutter so mäkelig. Ich habe schon so viele Sorten probiert, von billig bis teuer. Genauso mit dem Nassfutter, weil er ist einfach sehr viel aus der Hand gewohnt. Also eben, ja, Mamas fressen, essen. Sorry, ich bin ja kein Hund. Also Mamas Futter. Und ja, und dann habe ich mal hier eine Schale liegen gehabt mit Trockenfutter und dachte, okay, mache ich mal ein Spielchen daraus und habe dann das Trockenfutter, die kleinen Teile einfach geworfen und siehe da, er hat sie gefangen und dementsprechend eben auch ein bisschen gefressen. Und das seht ihr, so habe ich dann halt gemacht. Nur von den Leckerlis kriegt er jetzt nicht so viel. Beim Trockenfutter ist es was anderes, aber das ist ja jetzt eher der Leckerlis und kein Hauptfutter. So, das war's auch schon. Also das waren die kleinen Geschenkchen heute für mein Schätzchen, die wir bekommen haben. Vielen Dank nochmal, Nicole. Und du siehst, mein Hund freut sich über den Ball und natürlich auch über die Leckerlis. Es ist jetzt Schluss. Einer noch, aber dann ist Schluss. Ich kann den Hund nicht wieder stehen. Geh mal ein bisschen weiter weg, geh mal. Geh mal weiter weg, Schätzchen. Jetzt haben wir ein Fischei. Jetzt hast du ein Fischei-Gesicht. Zu nah kann man mit der Kamera nicht ran. Das ist, wie gesagt, eine Vlogging-Kamera und keine, die man nicht zum Zoomen oder die fokussiert auch nicht oder so. So, bis zur nächsten Frequenz. So, Schatz und ich sind jetzt rausgegangen. Ein bisschen Ball spielen. Ich glaube, wie spät haben wir es jetzt? Es ist jetzt kurz nach 2:30 Nachmittag, immer noch Samstag. Ja, die Mama hat ein bisschen Video gedreht heute. Bin aber auch noch nicht fertig.
Jetzt gehen wir erstmal raus. Das Wetter schlägt ein bisschen um. Sieht ein bisschen nach Regen aus. Und ja, wir gehen jetzt mal auf die Wiese. Oh ja, es könnte heute noch was geben. Ist ein bisschen windig jetzt. Mal eine Pause machen, Schätzchen. Hm? Noch eine Pause. Naja, Pause kennt ihr nicht so wirklich, ne? Muss nicht wirklich sein, gell? So, ein bisschen Pause, ne? Ist ein bisschen schwül irgendwie draußen. Aber gut. Baby will halt Ball spielen. Ups, schmeißt ja, da ist er wieder gesprungen. Da hängt die Zunge. Bis auf den Boden, ne? Bis auf den Boden hängt die Zunge. Oh, du. Spring mal. Hey. So, warte. Du zeigst es mal, wie du das machst. Ne? Ganz fein kannst du das. Warte. Das ist jetzt super schwer für ihn, weil die Mama den Ball hat. Warte. Und drüber. Super, mein Schatz. Ja, und jetzt kriegst du auch deinen Ball. Los. So. Wir laufen heute nicht weit. Wir sind hier in der Nähe. Und werden ein bisschen spielen. Mal gucken. Weil, wie gesagt, es sieht ein bisschen nach Regen aus. Ne, mein Schätzchen? Aber ein bisschen spielen geht immer, ne? Wir müssen ja einmal am Tag ganz doll rausspielen. Und guck. Ich will mal gucken, ob ich ihn zum Springen bringe. Er springt nicht gerne, wie er guckt. Total auf den Ball fixiert. Ja, er soll mal springen. Mal gucken, da muss ich anders werfen. Er springt total gerne. Sieht immer so geil aus. Er kann auch extrem hoch springen. Ja. Mama immer noch im Assi-Look, so bleibe ich halt auch. Jogginghose, Pullover, fertig. Assi-Wochenende-Look. Und los. Ah, jetzt ist er gesprungen. Ah, ich weiß nicht, ob man das sieht, weil da ist wieder mit der Kamera, wie gesagt, ein super Weitwinkel. Er sieht weit weg jetzt aus, aber ist er gar nicht. Naja, mein Springer. Ja, wie gesagt, ich filme jetzt mit meiner neuen Kamera. Mit der Canon Leica Mini X. Und das sieht teilweise ein bisschen verzerrt aus, aber das ist normal bei der Kamera, weil die einen extrem guten Weitwinkel hat. Also das ist schon ganz cool, man kriegt also unglaublich viel aufs Bild. Aber es sieht dann eben teilweise ein bisschen verzerrt aus, vor allem wenn man nah rangeht. Dann werden die Seiten so ein bisschen eichig. Da sieht alles ein bisschen verzerrt aus. Also man sieht, dass das so an den Rändern ein bisschen verzerrt, aber das ist eben bei der Kamera so. Aber man kriegt dafür unglaublich viel rauf. Ist schon geil. Also zum Vloggen ist die geil. Mugli macht gerade einen Körnel, weil er draußen irgendwie was hört. Vor allem Kinder. Wenn er so Kindergeschrei hört draußen oder so, das mag er irgendwie nicht. Und dann kommt er gleich immer zu der Mama. Ganz hilfesuchend. Ja, wir sind gerade von oben wieder rein. Und jetzt gibt es erstmal ein Päuschen. Wir haben es jetzt Nachmittag, ich glaube 4:10 sogar schon, also 4:15. Und ja, ich denke, mein Schatz wird jetzt auch ein bisschen chillen, gell? Und die Mama macht sich jetzt, glaube ich, Mittagessen.
und ja, ein bisschen abhängen. Nur mein Liebling, komm her zu Mami. Na komm her. Schätzchen. Na komm hier rüber, Hoppi. Komm, Hoppi. Mäuschen. Jetzt wird erstmal gekratzt. Gehst du heilen jetzt? Nein, geh doch zu Mami. Kommst du zu Mami? Ja. Ich liebe das, wenn er so liegt. Hier, die kleinen Bienchen. Das ist einfach zu geil. Schaut mal. Das ist so herrlich. Ich könnte mich immer wegpinkeln, wenn der so liegt. Oh, das ist so niedlich. Und das ist das, was ich meinte. Er schleppt mir den ganzen Dreck mit rein, weil bei ihm bleibt alles hängen. Ne? Da wird nachher noch ein bisschen gekämmt. Das zeige ich euch dann auch, ne? Wollen wir dich nachher ein bisschen kämmen? Ja. Oh, mein Schätzchen. Ja, also hier ist jetzt ein bisschen Chillen angesagt. Oh Gott, dann hast du hier schon wieder eine Zecke. Nur ein bisschen Chillen, ne? Ja, die Mami macht sich jetzt was zu essen, ne? Ja. Okay. So, es ist spät am Nachmittag, beinahe schon früher Abend. Also zumindest so in Krankenhäusern und Altenheimen. Da gibt es dann wahrscheinlich jetzt Abendbrot. Ich schaue mal, wie spät. Ja, es ist 5:45. Die Mama dreht jetzt noch ein Video und der Schatz liegt hier auf der Couch gerade. Hat gerade mal die Stellung gewechselt. Und ja, da wollte ich mal einen kleinen Zwischenstand geben. Er schillt und die Mama dreht jetzt ein bisschen und wir sehen uns dann nachher wieder. Nimm mein Schätzchen. Oh, die Mama muss doch jetzt was machen. Baby, wir kuscheln. Ui. Die Mama muss ein bisschen arbeiten. Ich sag immer arbeiten, wenn ich irgendwie was zu tun habe. Dann weiß er immer, was los ist. Die Mami muss arbeiten, ne? Und wenn ich einkaufen gehe, sage ich auch immer zu ihm, die Mami geht einkaufen. Ja, aber die Mami arbeitet. Ja, mach mal hier. Mach mal hier, gell? Ja. Ach, der ist so süß. Ich lasse ihn mal schlafen, Baby ist müde. So, kleiner Zwischenstand. Die Mama hat gerade gegessen und jetzt schön wir ein bisschen. Der Muckli hat sich auch hingelegt. Schatzi Maus. Schatzi. Die Kamera ist cool, die kommt überall hin. Ja, also Muckli schillt ein bisschen. Man sieht jetzt aber nichts. So. Wollen wir ein bisschen heiern, ja? Nee, nicht heiern, du. Mama, nicht heiern. Bisschen heiern machen? Ja, mal ein bisschen heiern, ja? So, na gut. Nachher geht's weiter. Bei uns ist jetzt ein bisschen Chillen angesagt und Verdauen und überhaupt. So, die Mami hat noch zwei Videos gedreht.
Spatz ist bestimmt total gelangweilt. Ja, er liegt hier auf der Couch und sonnt sich ein bisschen. Nee, er mag gar keine Sonne. Er ist gar kein Sonnenhund und Wärme mag er auch nicht. Machst du ein bisschen Chilling bei Couching, mein Schätzchen? Ja? Mama ist jetzt fertig, ne? Möchtest du mal was fressen? Hm? Wollen wir mal gucken? Wollen wir dir eine Wurst geben? Ja? Soll Mama eine Wurst für dich holen? Ja, mein Spatz kriegt jetzt mal eine Wurst. So, Chilling bei Couching. Einfach mal kurz Pause. Ich bin halt nur am Drehen und am Hochladen. Mein Schatz, die sucht noch was zu essen. Mami hat gerade Schokolade gegessen. Oder was machst du da? Hm? Hast du da auch einen Krümel gefunden? Du hast ja nichts zu essen, ich weiß. Ja, wir chillen jetzt ein bisschen oder kratzen uns. So what? Ja, dann geht es nachher noch die Abendrunde und dann kehrt hier auch ein bisschen Ruhe ein heute. Oder für heute. Und dann werde ich mal gucken, ob ich den Vlog beende. Gell, mein Schatzi? Aber wir gehen dann nachher noch die Abendrunde, ne? Und dann machen wir Feierabend. Mal schauen. So. Die Mami hat jetzt eine Wurst geholt. Guck mal. Ihr müsst mal bitte jetzt auf sein Maul achten. Schaut mal auf sein Mündchen. Bleib, warte. Achtet auf seinen Mund. Was hat denn die Mami? Schleck, Schleck, Leck, Schleck. Ja, dem Hund läuft jetzt im wahrsten Sinne des Wortes das Wasser im Mund zusammen. Ja, da bellt jemand draußen. Das magst du nicht, sag mal, ne? Ja, ja, wo bist du denn nun? Ja, setz dich mal hin, mach Sitz. Mach Sitz, so ist fein. Ja, da brauchst du nicht gleich gestresst sein. Ja, wir haben es jetzt schon fast 19 Uhr. Mein Schätzchen kriegt jetzt... so nicht. Das ist jetzt... Ganz ehrlich, Digi... Biester da draußen gehen mir auch ziemlich auf den Keks. Das haben wir hier öfter. Das sind hier... Ja, ich weiß nicht, ich verstehe sowas immer nicht. Na gut. Nee, du hörst bitte auch auf. Das ist so nervig. Hey! Nein, es ist Schluss jetzt. Willst du deine Wurst nun haben? Bitteschön. Ui. So, und wenn ihn die Mama jetzt stört, dann wird gleich gemeckert. Zeige ich euch mal gerade. Aber muss ihn ja eigentlich nicht stören. Weißt du, eine Wurst? Gleich wird geknurrt. Das ist so gemein. Lecker, mein Tätchen. Unmöglich, dieser Hund kaut gar nicht. So, die Wurst ist in ein paar Sekunden weg. Das war's mit der Wurst. Wollen wir nun raus, ja? Wollen wir pullern gehen? Wollen wir pullern gehen, mein Schätzchen, ja? Ja, es ist Zeit für die Abendrunde. Oh, und die Mama hat jetzt gar keine Lust. Aber so ist es manchmal. Wir haben es jetzt kurz nach 8:30, glaube ich, sowas. Ich guck mal eben. Ja, 8:30 ist es. Ja, Abendprogramm hat jetzt angefangen. Ja, die Röhre läuft. Ja, der Rechner auch noch zum Videos hochladen. Vielleicht lade ich noch eins hoch. Mal gucken, aber ich bin so kaputt. Ich habe halt so viel gedreht und... Oh, ist aber Bescheid. Und gehen wir jetzt pullern, mein Schätzchen? Ja? Na komm, mein Schätzchen, komm, pullern gehen. Ich melde mich gleich nochmal. Und du,
die Mami. Oh, ein bisschen Fangspiele. Ach, markieren, markieren. Und nochmal, ja? Ach nee. Na, fertig, ja. Na, da hat er dann wieder irgendwas gerochen. Ist halt ein Rüde, ne? Was soll man sagen? Ein pinkelnder Hund, voll interessant. Und nochmal. Ja. Total der Spinne. Ja, Welle schieben halt. Komm. Mogli und ich sind jetzt unterwegs, unsere Abendrunde. Wie gesagt, wir haben es jetzt kurz nach 8:30 und ja, das Wetter ist noch schön. Ist auch noch richtig hell, wie ihr seht. Das ist immer das Schöne am Frühling, Sommer, wenn die Tage lang werden. Nach so einem langen Winter ist es dann schon schön. Aber ich freue mich dann auch immer wieder auf den Herbst. Wenn es denn, oder im Winter, wenn es denn nachmittags schon dunkel ist, es hat ja auch was Kuscheliges. Ja. Wir gehen jetzt unsere Runde. Und dann werde ich mal gucken. Abendbrot gibt es dann für Mama. Schatzi, komm mal. Ja, ja. Der lässt wieder den Haken hier raushängen. Gut. Dann laufen wir mal ein Ründchen. So, es ist mittlerweile abends, kurz nach 10, also kurz nach 22 Uhr. Und ja, da hinten sind die beiden schönen Päckchen, die ich heute abgedreht habe. Und ja, ich sitze sogar noch am Rechner gerade und lade ein Video hoch. Und nebenbei spiele ich jetzt noch eine Runde mit meinem Schätzchen, mit Seil. Zwischendurch machen wir gerne mal Reißen. Das mag er auch besonders. Da hat er auch richtig Power, der kleine Schatz. Aber ich muss sagen, das ist natürlich nicht so leicht, dabei jetzt noch die Kamera zu halten. Ich bemühe mich. Aber es ist generell natürlich mit Kamera, das habe ich heute auch gemerkt. Ich habe die ja heute viel dabei gehabt. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit ihm kuschel oder so und ich nicht möchte, dass man mich dabei sieht, ist es ein bisschen schwierig, dann kann ich das nicht wirklich so mitdrehen. Ja, also das, was ihr jetzt in diesem Vlog seht, ist jetzt nicht der ganze Tagesablauf von uns. Wir kuscheln zwischendurch viel und ja, alles kann man eben auch nicht mitfilmen. Aber ja. Ich denke, man hat ein bisschen was gesehen von meinem Chat. Da fällt dir Mama der Arm ab, mein Liebling. Hm? Oh Gott, schaut euch diesen Hund an. Der ist manchmal so. Ja, wo ist denn dein Seil? Das habe ich übrigens nicht drüber gelegt. Ich weiß nicht, wie er das so hingekriegt hat. Ich habe gerade was an der Kamera gefummelt. Und dann gucke ich und das sieht denn so aus. Wo ist denn dein Seil? Wo ist denn Seil? Hm? Wo ist denn Seil? Könnt mich wegschmeißen. Wo ist denn dein Seil? Ah, fein. Ja, gib die Mama. Gib Mama. Wo ist denn Seil? Wo ist denn Seil? Ah, ist ja Mama Seil hier. Das so. Ja, pass auf. Wo ist der Seil?
Seil spielen tut er gern. Und Ball. Ball sowieso. Ja, die Mama macht ja weiter. Ja, während also mein Video gerade hochlädt, spiele ich jetzt ein bisschen mit meinem Schätzchen. Das ist wie gesagt schon 9:45 jetzt etwa. Und ja, nebenbei läuft hier ein Film auf ProSieben. Den habe ich schon mal gesehen, der ist sehr gut. Und ja, guck ich nicht wirklich, weil ich beschäftigt bin, aber der läuft halt nebenbei. Und ja, der Vlog, was man auch immer sagt, wird jetzt auch nicht mehr ganz so lange gehen. Hier ist nochmal die Runde am Abend, die wir jetzt spielen. Und nachher geht es dann ins Bettchen. Das werde ich euch vielleicht auch nochmal zeigen. Und dann ist dieser Tag erstmal beendet. Und dann werde ich mal schauen, wann ich das alles hinkriege mit dem Zusammenschneiden. Und ja, ob das überhaupt alles so ein bisschen was geworden ist. Keine Ahnung, wird sich zeigen. So, Schatzi und ich gehen jetzt heiern. Ja, er passt jetzt genau auf mit dem Futter hier. Willst du noch was essen? Ansonsten packt die Mama das nämlich jetzt in die Küche. Und du nimmst jetzt deine Decken. Das sind übrigens seine Decken, das ist sein Heiligtum, diese Decken hier. Und da wurde auch grantig. Also die darf man ihn auch nicht klauen. Da plätscht er auch gern die Zähnchen. Er tut mir nichts, aber ich zeige euch das mal. Da. Ja, ist ja deins, ich weiß. So, komm mit den Haien, mein Liebling. Mama ist kaputt. Wir haben es jetzt, also für meine Verhältnisse eigentlich noch früher. Ich bin total kaputt von dem Tag. Wir haben es jetzt 11:30 Samstagabend. Und ja, wir gehen jetzt ins Bettchen. Nimm die Decken mit, zeig euch das mal eben, unser Ritual. Los, zack ich. Komm. Ja, schleppt da seine Decke da hinten hin, ist ein Plätzchen. Macht dabei immer die Megawelle. Holst du noch die andere Decke? Komm. Da ist noch die Decke. Komm her, Schätzchen. Nimm mal deine Decke los. Ja, warum er dabei so eine Welle schiebt, kann ich nicht sagen. Jetzt hat er seine beiden Decken. Die lege ich ihn immer aufs Bettchen. Ist jetzt doof mit einer Hand. Ja, nun mach doch keine Welle. Ja, ihr seht, er macht eine Welle. Das sind halt seine beiden Frauen. Also, das sind so seine Decken, die er dann eben auch gern berammelt zwischendurch mal, wenn er irgendwie seine Phase hat. Und ich sage immer, das sind so seine Mädels scheinbar. Er tut mir nichts. Und ich finde es, ehrlich gesagt, jetzt auch nicht schlimm, wenn er mich anknurrt. Viele würden jetzt wahrscheinlich sagen, das darf er nicht. Und ich bin hier der Rudelführer. Er ist so lieb. Also, der ist auch kein dominanter Hund oder so. Und da wirft sich sogar er. Aber so bei seinen Decken hört die Freundschaft so ein bisschen auf. Aber er würde mir nie was tun oder zwicken oder beißen. So ein Hund ist er nicht. Komm mal her, die Mama macht noch dein Auge. Was hast du denn da? Er schiebt halt einfach nur eine Welle mit seinen Decken. Ne? Seine Decken sind eben sein Heiligtum. Ja, nun mach jetzt keine Welle. Mama macht jetzt noch dein Bettchen. So, und dann melde ich mich gleich noch mal kurz. So, er hat aufgefressen und die Mama möchte jetzt auch unbedingt ins Bett. Der Akku hat sich jetzt auch gut entladen. Wir haben ja über den Tag doch einige Videos aufgenommen. Ja, jetzt sucht er irgendwie noch ein bisschen rum, ob er eine Frikadelle findet. Normalerweise liegt er sich jetzt hin und schläft. Naja, nicht immer. Meistens wird er noch oben mit ins Bettchen, aber ja, geht schon gut los. Aber nein, wir machen jetzt Schluss. Jetzt dreht er nämlich noch ein bisschen auf, aber die Mama möchte ins Bett mit der tollen, mega erotischen Hose. Und ich würde sagen, oh, was machst du denn jetzt hier noch? Heiern gehen, komm auf deinen Platz jetzt. Los, komm heiern. Heiern gehen. Heiern gehen, es wird nicht aufgedreht jetzt. Ja, das war die Frikadelle. In diesem Sinne, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Ist jetzt nicht so einfach, den ganzen Tag sowas aufzunehmen.
Wir haben es mal versucht und ja, ihr seht den kleinen Schatz mal den ganzen Tag, mehr oder weniger. Und oh ja, ich gehe jetzt ins Bett, wenn es irgendwie klappt. Er will jetzt spielen, scheiße. Ja, gut, so viel zum Thema feiern. Baby wollte noch mit ins Bettchen. Oh, komm hier, mein Liebling. Das hat er noch manchmal, dann darf er noch mit hoch. Komm her, mein Schätzchen. Der will noch ein bisschen kuscheln. Und meistens will er noch ein bisschen spielen dann im Bett. Ja. Das ist jetzt hier oben mein Hochbettchen. Er bleibt nicht die ganze Nacht. Aber wie gesagt, manchmal quengelt da oben, dass er noch mit hoch will. Dann darf er mit hoch. Und oh Gott, diese Hose, die geht gar nicht. Ups. Und ja. Und dann kommt er noch mit hoch und meistens kuscheln wir und spielen wir noch ein bisschen und dann wird er wieder runtergebracht und dann wird auch endgültig geheiert. So sieht das bei uns aus. Ja, das Licht ist jetzt nicht so der Burner. Ja, was soll das? Das hättest du auch in deinem Bett machen können, Eierkopf. Hä? Eigentlich heiern jetzt angesagt. Jetzt kommt er gleich mit seinem Teddy an. Sicher, der hat hier oben sogar ein extra Teddy. Weil ich habe hier oben ein paar Sitzen. Moment. Dede. Und er weiß, dass er die nicht benutzen darf. Hier sind auch welche. Und er weiß genau, welchen er darf. Den da in der Mitte. Ja. Meine Hello Kitty Bettwäsche. Oh. Ah. Oh, der ist so süß. Ja, wir werden jetzt hier noch ein bisschen kuscheln und spielen, weil ich muss sagen oder feststellen, dass das hier mit einer Hand mit der Kamera echt schlecht ist. Und die Zeit, wo er jetzt noch oben mit im Bettchen ist, die gehört jetzt auch ihm. Dafür darf er ja noch mit hoch oder dafür möchte er noch mit hoch. Und ja, das heißt, wir werden jetzt schön kuscheln. Nehmen wir jetzt hier. Wir werden jetzt noch ein bisschen knutschen und kuscheln, vielleicht noch ein bisschen spielen und dann heiert er fein, mein Liebling. Ja, gut. Also, ja, Mama macht gleich. Wie gesagt, an dieser Stelle beende ich jetzt auch den Vlog und ich schaue, was ich da verwenden kann von den unzähligen Videos, die wir heute gedreht haben. Und ja, Baby putzt sich gerade ausgiebig. Oh, die Mama ist kaputt. Ich habe noch Wuchs an. Yay. Medical Detectives, das gucke ich sehr, sehr gern. Und ja, wir werden jetzt noch ein bisschen kuscheln. So, schau nochmal, sag tschüss, Saufuck. Sagst du nochmal tschüss? Das war ja dein Vlog. Also, Mokli verabschiedet sich von euch. Interessiert ihn gerade mal gar nicht. Ja, im Gegenteil, wird jetzt gleich sein Teddy holen und spielen wollen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und ja, wir haben es jetzt gleich 0 Uhr. Was wird das jetzt? Blöd, Mann. Die doofen. Ja, Baby will jetzt noch ein bisschen kuscheln und spielen. In diesem Sinne, bis vielleicht zum nächsten Vlog, aber ich glaube, der reicht erstmal.